Ja, also ich würde mal sagen, mit diesem grandiosen Intro, herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt, was auch hier an Heiligabend beginnen soll, sofern ich daran denke, ist auch an Heiligabend hochzuladen. Ja, und auch in diesem Sinne, fröhliche Weihnachten, wer auch dieses Video heute schaut. Oder nächstes Jahr, dann um die Zeit, ist ja egal. Jedenfalls spielen wir jetzt Banjo-Tooie, worauf ich mich schon richtig lange gefreut habe. Also ich freue mich jetzt auch hier richtig wie ein frisch paniertes Schnitzel, was gleich in die Pfanne kommt und mir serviert wird. Jedenfalls, man sieht hier schon das im Menü. Das ist ein bisschen ausgedehnter als damals bei Banjo-Kazooie. Man hat hier wieder drei Speicherstände, wie gehabt. Einmal habe ich hier Speicherstand 1, 89 Stunden, 90%. Speicherstand 2, 31 plus 56, Speicherstand 3. Ja, den werden wir löschen. Hier kann man halt kopieren, hier kann man sich was nochmal angucken, aber da will ich jetzt noch nicht mal so genau drauf eingehen. Zum Beispiel Filme halt, aber was sonst dann nicht. Einstellung habe ich halt nochmal ein bisschen anders gemacht, damit das Bild ein bisschen größer ist. Es hat auch einen Mehrspielermodus. Ich überlege, ob ich den vielleicht irgendwann mal nutze. So, jetzt zeige ich euch gleich mal, wie man ein Spiel löscht. Drückt man halt auf den Mülleimer. Jetzt drücke A zum Löschen. Ja, das hier ist auch der unwichtigste Speicherstand. Bist du sicher? Ja. Denn der erste Speicherstand, der ist mir halt am wichtigsten, weil ich es geschafft habe, den durchzuspielen. Da habe ich so ziemlich 100%. Nur eine unwichtige Mission fehlt mir dann noch. Die versuche ich dann im Let's Play auch zu schaffen. Das ist sozusagen mein Speicherstand, also den hier habe ich fortgeführt, hat wer anders gemacht, den habe ich gemacht. Habe ich an einem Boss gescheitert, aber mittlerweile weiß ich, wie der geht. Ich werde mal gucken, ob wir den entweder im Let's Play probieren oder ob ich den schon mal vorher anteste, man weiß es ja noch nicht. Jedenfalls, man sieht ja, jetzt ist Momos Bild weg, jetzt ist eine 3. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal, weil das Intro ist schon lang genug und gut, dass ich kein 15 Minuten Limit mehr habe. Fangen wir einfach mal an. Ich habe mir auch überlegt, dass ich wieder synchronisiere. Was vielleicht doch ein kleines bisschen zu langweilig ist. Ich habe jetzt extra ein bisschen Minuten. So, jetzt lassen wir es einfach so. Die spreche etwas lauter. 2 Jahre sind im Vergangenen, als Benjamin Kazooie die böse Grundhöhle zu Fall brachte. Nach dem Sturz aus ihrem Turm begrub man sie tief unter der Erde, wo sie bis zu eben diesem Tage blieb. Ja, sie war noch blind, der an diesem Stein rumrüttelte. 5. Kluge, auch ein Charakter, den man Banjo-Kazooie fast nie zu Gesicht bekommen hat. Nicht gut, Herr. Kann Felsen immer noch nicht heben. Von Bär. Er hat recht, Kazooie. Da geht dein Vogelfuttergeld hin. Sei da nicht so sicher, Banjo. Hey, schaut mal raus. Die Hexe Grundhilde kommt. Ist ja hinterhältig. Wo, Kazooie? Ich sehe sie nirgends. Falscher Alarmbuzzles. War wohl nur Einbildung. Naja. Komm, Knochenfratze, spielen wir. Ich habe heute Glück. Na, selbst bei gesteuertes Glück, würde ich sagen. Aber in dunklen, verregneten Nächten eignet sich ja auch immer etwas.
erlaubte mir ja nicht, eine Testversion hochzuladen. Na egal, bleiben wir hier bei der Version. Was ist das nur? Hört auf mit dem Tisch zu wackeln. Mit mir wird es sonst schlecht. Nicht mit Tisch wackeln. Ein ganzes Haus wackeln. Vielleicht sollte mal jemand da draußen nachsehen. Vielleicht, Penjo, aber ob du das wirklich willst? Aber was ist das? Was brüllt sich denn da durch? Ach du, das ist ja ein dickes Ding. Eigentlich, Blobbel, unser Schwesterchen wartet. Blobbel? Eulen, wir sollten Grunti, sonst böse wird. Dann von mir du runter musst. Ich hätte mir meine Stimme überlegt, aber ich weiß gar nicht, wie ich die sprechen wollte. Blobbel. Es hat aufgehört, was das wohl war. Los, Kazooie, mal sehen, was da so gewusst hat. Aber draußen ist es dunkel und ich habe Angst. Ja. Hier, der große, starke, mutige. Mumu, viel mutig. Ich gehe schauen, gleich zurück sein. Heftig. So ein Trottel, was? Komm, Benjo, hilf mir mal. Ja. Kazooie. Ja. Hier, Mumu, ganz mutig. Schrott. Der nächstgelegene Stein. Aber er denkt, er muss noch ein bisschen näher ran. Verzeihung, Herrin. Ich habe versagt. Und die nicht Sorge muss haben, ihre Schwestern helfen werden. Selbst der Große ist, Kräfte verbinden wir müssen. Und die Schwestern sollten jammern mitnichten. Ihr Zauber wird Felsen gleich richtig vernichten. Oh nein, nicht im Ernst, oder? Gut, also 2 Jahre ist eine lange Zeit, da sollte man nicht denken, dass da jemand unterm Felsen leben kann. Gegangen, der Felsen zu kommen. Was? Doch nicht. Oh mein Gott. Ja, Klugel, du freust dich natürlich. Nein, 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 was ist geschehen? So habe ich doch nicht ausgesehen. Hübsch, Grund, wie aussieht. Abgenommen, du hast. Ich will meinen Körper. Ich hasse Knochen. Oh, hübsch. Könnt ihr mir helfen? Ich muss darauf pochen. Oh, ganz so. Auge rausgefallen. Ja, einen Plan. Wir haben also zurück zum Schloss. Also, Mädels, macht mich heil. Dann versohlen wir Benjos Hinterteil. Das nicht gut sein. Ich das Benjo sage. Grr, Schädelmann, uns hat gesehen. Wir müssen wegbritzeln. Überlasst ihn mir, er ist kein Problem. Erst mache ich ihn platt. Dann zum Schloss wir gehen. Schätze, mein Vogelfutter ist mir sicher. Oder Benjo?
Aber du hast gemogelt, Kazooie, das ist nicht. Alle. Wer denn müssen? Schnell, und die kommen. Ja, oh, da steht's. Ich weiß, wo Benjo wohnt. Mein ist die Rache, ich treffe ihn jetzt prompt. Mal sehen, wie dem Pelztier das bekommt. Okay. Ja, ja, Schädelbube. Und ich wette, sie hatte zwei Köpfe. Nicht Witz, seht. Zauberspruch kommen. Er hat recht. Schnell alle raus. Darauf falle ich nicht nochmal rein. Ich bleibe hier sitzen. Ich glaube, es ist jetzt auch ein bisschen dämlich, da einfach mal sitzen zu bleiben, obwohl schon alle rausrennen. Aber naja. Wir sehen gleich, was der Fehler war dabei. Also was, wo er mit jetzt leben muss. Beeile du dich, wir gehen müssen. Wartet, Schwestern, ganz auf die Schnelle? Bekam der Bär eine Riesenschelle. Geduckschelle. Truppen wir lassen da, die Gegend zu zerstören. Was will Klumbo? Der Arme kann ich alleine überleben. Wupp. Zuck. Ja, ist voll. Wie sind sie nicht? Stopp! Warte auf mich, Herr Grunty! Nein, Klungo, nein! Du bleibst hier! Doch komme ich bald zurück zu dir! Oh, der arme Klungo. So, am nächsten Morgen. Ja, das sieht alles friedlich aus. Oh! Ja, also das Haus, das hat schon ein bisschen was abgekriegt, wie man sieht. Das sieht nicht mehr ganz so super aus. Und die Beine kratzen sich am Kopf. Grummel, Mumus Kopf tun weh. Seht unser Haus. Na, wenigstens sind alle noch heil rausgekommen. Und mal, wo ist die Brillenschlange? Oh, steht auch schon im Kopf, ich weiß nicht. Oh. Ach, dem geht's doch ganz gut. Er hat nur ein bisschen Farbe bekommen. Seht ihr? Oder? Maulwurf, nicht gut aussehen. Es ist sogar schlimmer. Grunty hat den armen Bottas getötet. Im ersten Teil war er sowieso nicht allzu beliebt. Ja. Aber ja. Kazooie. Entschuldigung. Nein, weil ihn so rumfliegen sieht. Und die haben Haus zerstört und Bottas getötet. Sie bezahlen müssen. Bär und Vogel hinter Hexe her. Mumbo euch später treffen. Super, ich liebe es, Hexen hintern zu versohlen. Gehen wir, Benjo. Ich fürchte, es wird diesmal ziemlich anstrengend. Ja. Also, so viel zur Story halt. Wir können nochmal in Benjos Haus wieder reingehen. Das sieht auch genauso aus, wie man es von außen erwarten könnte. Ja, alles zerstört. Kein Bild hängt mehr da, wo es hängen sollte. Der Hutständer, der sieht noch so aus, als wäre nichts. Der Kamin, auch nicht mehr so super. Das Bild von Tutti. Naja, das haben sie wahrscheinlich absichtlich gemacht, weil Tutti taucht im ganzen Spiel nicht auf. Keiner weiß warum. Im letzten Spiel tut man alles bei Banjo-Kazooie, um die endlich wieder zu befreien. Und was ist hier? Lässt sie sich einfach nicht blicken. Blöd. So. Sprechen wir nochmal in Bottas, oder? Hey, ich war der Star in Banjo-Kazooie. Wer soll euch helfen, da ich nicht mehr bin? Ja, genau diese Frage würde ich sagen.
Bestätigt sich vielleicht schon im nächsten Part, wenn wir dann erst so richtig durchstarten mit dem Spiel. Seht euch meinen Sonntagsanzug an. Total verkurt. Okay, bevor uns Bottles noch weiter zuschwart, hoffentlich bis zum nächsten Mal und immer frohe Weihnachten. Tschüss.